Einen wunderschönen guten Tag hier und heute bei der Firma Abacus. Alles im Reinen. Heute zeige ich Ihnen das Winterfestpaket, damit Sie mit Ihrem Fahrzeug sicher über den Winter kommen. Politex, die Lackversiegelung. Wie Sie diesen Artikel auftragen, damit der Lack Ihres Fahrzeuges vor Witterungseinflüssen geschützt ist, sehen Sie auf der Webseite, klicken Sie auf den Artikel Politex samt Anwendung, um sicher über den Winter zu kommen. Weiter geht es, Fleet Magic, auch der Scheibenabweiser. Fleet Magic ist im Web wunderbar beschrieben, auch dort können Sie nachsehen, damit Sie frei und klare Sicht haben bei Regen und gerade bei Minustemperaturen, wenn Ihr Fahrzeug unter der Laterne geparkt wird, bis minus 6, 7 Grad gar keinen Frost haben an der Scheibe, auch ein Muss für die ganzen Autoscheiben. Dann zeige ich Ihnen jetzt gleich hier direkt Scheibenfrostschutz. 2 Liter hochkonzentrierter Scheibenfrostschutz, ganz wichtig, bis minus 70 Grad wirksam. Auf der Tabelle können Sie sehen, welche Menge Sie einfüllen müssen, damit Sie den richtigen Scheibenfrostschutz haben. Ganz wichtig, die meisten Produkte auf dem Markt haben nicht im Produkt drin, was draußen auf dem Etikett steht. Deswegen bitte trauen Sie der Marke Abacus, Ihr Vertrauen, Ihr Produkt, mit dem Sie sicher über den Winter kommen. Scheibenfrostschutz. Weiter machen wir jetzt mal mit dem Glasreiniger. Und zwar nehme ich hierzu mal einfach etwas Creme, damit Sie das Ganze sehen. So, die verwende ich erstmal für mich selbst. Die ist nämlich aus unserem Hause. Auf der Haut wunderbar. Aber auf dem Glas haben Sie keinen Durchblick mehr. Und jetzt zeige ich Ihnen etwas. Dieses Mikrofasertuch Professional Shine hat eine härtere und eine samtige Seite. Sie verwenden bitte die samtige Seite. Nehmen Pearly Liquid, den gebrauchswertigen Glasreiniger, sprühen ihn auf. Und jetzt polieren Sie einfach nur streifenfrei aus. Schauen Sie sich das an. Kristallklare Sauberkeit. Warum ist das wichtig? Gerade an der Frontscheibe haben Sie durch die Lüftung ganz viele Ablagerungen, an der die Feuchtigkeit viel schneller sich festsetzen kann. Deswegen bitte nehmen Sie Pearl Liquid und machen mit dem Tuch Professional Shine Ihre Glasscheiben sauber. Dann haben wir noch etwas Schönes. Wir haben hier zweimal Mikrofasertücher Excellence in Gelb und in Rot für den Einsatz für den Glas- und Spiegelreiniger mit Antibeschlagwirkung. Was es damit auf sich hat, das zeige ich Ihnen. Auch am besten hier an der Scheibe. Ist nämlich ganz fantastisch zu sehen. Siebchen hoch, gedreht, offen. Jetzt achten Sie mal drauf, wenn ich dran hauche, dann sehen Sie kaum noch was. Jetzt mache ich Folgendes. Ich nehme Plantakus, Glas- und Spiegelreiniger mit Antibeschlagwirkung. Achtung, aufgesprüht. Jetzt nehmen Sie einfach das Tuch, reinigen wie vorhin. Auf dieser Seite, unbehandelt, Sie sehen, wir sehen nichts. Auf dieser Seite, Sie sehen, hier haben wir schon eine wesentlich bessere Antibeschlagwirkung. Wir haben Ihnen gezeigt, zum Winterfestmachen, den Artikel Pearly Liquid, den Glas- und Spiegelreiniger. Wir haben Ihnen gezeigt, Plantakus. Den Artikel, ich lege die Flaschen jetzt mal hin. So, ganz wichtig, Mintag Scheibenfrostschutz. Und jetzt geht es weiter mit diesen zwei Mitteln, weil sie sollen ja sicher über den Winter. Jetzt kommen wir wieder zum Fahrzeug. Dann haben wir ein Multifunktionsschmiermittel auf einer Basis Polysiloxal, ein Gleit- und Trennmittel. Warum ist das so wertvoll? Es ist so wertvoll, weil es ist sauber und bewirkt Folgendes. Wenn Sie Ihr Fahrzeug draußen parken, im Laufe des Tages regnet es, dann schlagen Sie die Türe zu, Sie schließen ab und gehen. Und wenn Sie wiederkommen, dann reißen Sie am Auto und die Türe geht nicht auf. Nicht, weil die Schlösser nicht öffnen, sondern weil das Türgummi zugefroren ist. Es ist eingeklebt, eingefroren. Und da machen Sie Folgendes. Wir sehen hier auf der Seite haben wir einen Stoffbezug. Bei manchen Fahrzeugen ist auch auf der Innenseite Gummi. Wenn auf der Innenseite nichts ist, brauchen wir natürlich nicht zu sprühen. Wenn Stoff ist, brauchen Sie auch nicht zu sprühen. Aber hier haben wir Gummi. Dann machen Sie bitte Folgendes. Einmal ganz schnell um das Fahrzeug herum. Und jetzt ganz wichtig, auch unten herum gesprüht. Das ist der erste Bereich. Damit haben wir die Türgummis behandelt. Die bleiben elastisch, halten viel länger und werden nicht spröde und rissig. Ganz wichtig, ich schließe die Türe. Schauen Sie bitte auf den Fensterfilz. Dieses Fahrzeug ist zwar mit
Elektrofensterhebern ausgestattet. Aber damit dieser Motor nicht überlastet wird, es passiert nämlich Folgendes. Zwischen Scheibe und Filz kommt Wasser. Und wenn das gefriert, dann klebt die Scheibe fest, damit das nicht passiert. Schauen Sie mal. Zzt, zzt, zzt. Diese drei kurzen Sprühstöße reichen, dass jetzt die Scheibe nicht mehr festkleben kann. So, und nun zeige ich Ihnen noch ganz wichtig, mit Fiberflon, dem Multifunktionsschmiermittel auf PTFE-Basis, Teflon, das Schmieren der wichtigsten Bereiche, damit Sie im Winter keine Probleme mit der Schließanlage haben. Die Kappe oben entnehmen, kurz schütteln, Griff ziehen. Und schauen Sie mal bitte hier drauf. Sehen Sie, wie knochentrocken das ist? Kann man das sehen? Wunderbar. So, und hier, das Fenster sollte bitte oben sein, damit der Sprühnebel, den wir drauf geben, nicht auf die Scheibe drauf kommt. Es ist auf der Innenseite zwar eine Folie, aber wer weiß, ob die schon durchlöchert ist oder nicht. So, hier reinsprühen. Ganz wichtig. Hier auf der nächsten Seite auch reinsprühen. Das ist eine Schmierung, die sollten wir einmal im Jahr im Herbst machen, damit wir sicher über den Winter kommen. Jetzt heben wir die Türe auf. Und jetzt schauen Sie. Hier in diesem Bereich, ganz wichtig, auch das ist ein Bereich, der sollte einmal im Jahr und zwar im Herbst geschmiert werden, damit die ganze Mechanik der Schließanlage funktioniert. Einfach nur einen kurzen Sprühstoß rein, das genügt. Und jetzt ist eine ganz wichtige Angelegenheit, die Scharniere auf der Innenseite, sehen Sie das? Ganz wichtig, auch diese sollten geschmiert werden. Sie kennen die bekannten Quietschgeräusche, alles was da zustande kommt. Damit Sie das nicht haben, Ihr Fahrzeug sicher über den Winter kommt, bitte auch hier Sprühstoß drauf, unten Sprühstoß drauf. Das Produkt, schauen Sie mal bitte, ganz wichtig, sehen Sie das leicht Weiße? Das sind die Ablagerungen, das sind die Teflonanteile, die kriechend ihren Weg finden, damit alles geschmiert ist, was geschmiert sein muss. Ganz, ganz wichtig. Wenn Sie ein herkömmliches Zündschloss haben, in dem der Schlüssel noch in das Zündschloss reinfällt, auch dort bitte mit Fiberflon einmal reinsprühen. Und jetzt, zack, das ist butterweich nachher. Gönnen Sie Ihrem Fahrzeug das, damit Sie sicher über den Winter kommen.